Hallo Welt, da sind wir wieder in Flatwoods und die liebe Sarah ist auch mit dabei. Hallo Sarah. Hallo YouTube, hallo Richie. Ja, ich bin auch wieder mit dabei. Wir haben ein Event bekommen. Eigentlich sind wir hier im Flatwood fast fertig, glaube ich. Ja, ich glaube auch die fruchtbare Erde, hatten wir das nicht schon mal gemacht? Töte die Nein, Mist. haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, machen wir nicht. Erst mal hier die Sachen. Okay, die Hauptquest, ja. Also hier dieses Ach, Tutorial war das ja. So, aber jetzt ist die Sache, ich habe ja meine Waffen noch gar nicht modifiziert. Im letzten Part wollten wir modifizieren und du wolltest verkaufen gehen. Ja, genau. Am Ende. Gut, dann machen wir das doch jetzt. Machen wir. Ja, er hat ja hier ganz schöne Kronkorken drin. 200. Wahrscheinlich ärgere ich mich jetzt gleich zu Tode, aber nein, ich kann nur alles Stufe 1 noch machen. Okay. Verlassen. Alles rippe. Oh, es regnet. Oh. Irgendwie sind die Sachen gar nichts wert, die wir hier verkaufen. Was mache ich denn? Ich schmeiß mein Jagdgewehr weg, bin ich denn blöd? Ich muss es liebherzen. So. Ich schau mal gerade, ob er 44 Patronen hat. Ja, hat er 12 Stück. Soll ich die kaufen? Die kann ich auch kaufen. Kann ich vielleicht noch Oder was tauschen mit ihm oder so? vielleicht kaufen wir beide, dann haben wir doppelt so viel, oder? Ich weiß es nicht. So, ich bin fertig. Gut. Gut. Wenn du das sagst. Was hat der denn sonst so Schönes? Oh. Mist, verdammter. Er hat ja Stufe 5 Sachen. Wesen zu treffen. Ich habe Stufe 1 Jagdgewehr. Ja, die Kantenglättung hat sich, glaube ich, verabschiedet. Okay, ich gebe ihm Freiwillige, das. wenn Sie Vorräte brauchen, ist Born für Sie da. Und ich hätte gerne. Vierundvierziger Patronen, sieben Die Stück. Pressmänner Sieben. danken Ihnen für Ihren Dienst. Pro Freiwillige. Stück sieben, dann kann ich ja vielleicht dreimal.
Okay. Ach, ich nehme noch ein paar. Wie schön, wieder auf menschliche Wesen zu treffen. Okay, ich bin pleite. Gut. Kann das sein, dass er nicht alles nimmt an Schrott? Ist dir da schon mal was aufgefallen? Das kann sein. Auch Munition kann man nicht an ihn verkaufen. Das habe ich auch schon festgestellt. Ich wollte mal 38er bei ihm verkaufen. Das wollte er nicht. Tatsächlich. Ja, alles an Schrott. Okay, da oben ist irgendein, den wir. Dann fangen wir mal an. Ach so, ein Gegner, machen wir die Quest, also Ja, die machen wir. fruchtbare Erde, ja. Genau. Ach, du gehst mit Machete drauf los. Ja. Okay. Ah, Blümchen. Erkennungsmarke Vorkriegsgeld. Ich nehme immer. Ja, immer alles mitnehmen. Gerade am Anfang, das kann man alles gebrauchen. Auch später kann man das auch alles gebrauchen. Das mit dem Schrott ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass die Händler nicht alles an Schrott nehmen. Ja. Okay, 20 Minuten noch. Okay, dann ein bisschen Beeilung. Goldene Stimmgabel. Natürlich war die nicht da drin, das war eine goldene Gabel nur. Jetzt haben wir eine Gule hier. Gule. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich unser Schrott hier lassen, oder? Jo. Und Da ist zwar. noch irgendwo ein Ghoul, Vorsicht. Ja. Oh, leuchtende Pilze hier hinten. Oh. Gut. Einkaufs- und Vorkriegsgeld. Die Leiche hatte nichts außer den Zettel, den wir schon hatten. Mutterbeere. Ich bin jetzt auch Level 5 übrigens. Ich Ah, habe ja. jetzt die Nachricht auch bekommen gehabt. Eine Babyrassel. Gut. Herstellen? Was können wir denn herstellen? Großmenger. Nukleares Material können wir nicht herstellen, ne? Ich glaube erstmal nicht, nein. Was soll ich denn anziehen? Hast du die Responder-Sanitäranzug? Hast du den? Habe ich verkauft. Aha. Ist Aus der. speziellen Gründen. Aus welchen Gründen? Mögen möchte ich jetzt nicht sagen. Aber das würde vielleicht beeinflussen, ob ich den trage oder nicht. Du möchtest den bestimmt auch nicht tragen. Also, du kannst ihn ruhig tragen, aber ich nicht. Nö. Okay, wir sind keine Responder, meinst du? Ist so auffällig vielleicht. Genau.
Und wenn wir hier im Partnerlook gehen? Grisel-Jacke? Ja, das ist okay. Okay. Gut. Bis wir was anderes finden. Ja. So, dann haben wir irgendwo noch einen da unten irgendwo. Haben wir eigentlich irgendwann mal hier drin das? Ach so, ja, richtig, wir haben ja eine Aufgabe. Ich bin hier schon wieder auf Lootour. Hier drin ist doch eine Nachricht. Ich glaube, die haben wir noch nie gelesen, Doch, die oder? haben wir schon gelesen. Okay. Guck, wie heißt die Nachricht? Die nennt sich Rezept Delberts Berghaxen. Oh, die können wir doch mitnehmen. Ah, ich glaube, die haben wir aus dem Computer schon bekommen. Ja. Du folgst der Quest. Ja. Ich halte hier schon wieder alles auf. Typisch. Noch 16 Minuten. Wo ist denn der eine Mr. Farmhand? Irgendwo sollen wir hier auch noch rein? Ja, hier irgendwo. Ich kann wieder die Waffe nicht wechseln. Schade. Oh. Aluminiumschrott. Guli, 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 Guli. In die Beine geschossen. Und ich laufe dir genau rein. Irgendwo höre ich noch einen quatschen. Auf Ach, dem da. Dach. Neben dir. Auf dem Dach ist noch ein Ghoul. Aber da hinten ist noch der letzte. Noch einer? Es sind drei. Und jetzt mischen sich da auch noch Ghule mit ein, also Verbrannte. Ach, die auch noch jetzt. Ach, und eine Kaka Lake auch noch. Wo bist du da? Oh, da hängt einer am. Der hängt gut. Sollen wir hier unten rein? Looten machen wir danach. Ja. Oh, ich bin schon rein. Ich folge dir. Das wollte ich auch nicht, aber ich wollte eigentlich eine Waffe. Ach, du bist das. So dunkel hier. Wow. Hast du. Wir müssen irgendwie nach unten, glaube ich. Ja. Ach, weißt du was? Was denn? Ich nehme auch die Nahkampfwaffe. Sieht aber die akzeptabel aus. So, haben sie zerlegt. Okay, Hau danke. drauf. So, wir haben hier ein hier.
Wollen wir in den Keller und die zurücksetzen? Erstmal die Aufgabe beenden. In 12 Minuten läuft die Zeit ab. Ach ja, schaffen wir. Komm, gehen wir in den Keller. Na, ob ich dir folge in den Keller? In den dunklen Keller. Hier ist ein Ja. Terminal. Wollen wir? Ja. Bist du drinne? Du warst schneller. Aber mit deinen Dingen? Ja, mit meinem Pip-Boy bin ich drin. Mit deinen Dingen? Terminal des landwirtschaftlichen Voltaic-Forschung. Nur für die Verwendung durch Voltaic. Voltaic-Anlagenanweisung. Einweisung. Daten beschädigt. Oh Gott. Ja, Mr. Farmhands Programmierung gesperrt. Admin-Überbrückung. Farmhands Grundeinstellungen. Ernteerweiterung 75%, Erntewartung 100%, Düngeprotokolle 110%, interne Diagnose 0%, Selbsterhaltung 25%. Ändere die Zielparameter der Mr. Farmhands. Okay, das ist unsere Aufgabe, ja? Und also Admin-Sperre, Zielparameter wurden durch automatischen Aufseher gesperrt. Fehlerprotokoll, eine administrative Sperre kann nur außer Kraft gesetzt werden, wenn alle automatischen Vault-Tech-Aufseher vorübergehend in den Offline-Modus versetzt werden. Mensch aus der Zielliste entfernen, machen wir mal, ja? Ja. Da Zielklasse muss. Mensch von aktiver Zielliste entfernt. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Muss ich das? Nee, Ein das Moment. muss ich nicht mehr. Bei mir steht, alle drei Aufseher müssen offline sein, damit eine administrative Sperre außer Kraft. Ja, haben wir alle drei getötet. Oder meinst du hättest nochmal extra drei? Das wäre aber. Irgendwie steht. Ach so, doch, abgeschlossen. Okay. Lebensrettende Lederrüstung. Oh, war zu schnell, konnte ich nicht lesen. So, dann gucken wir mal, was es hier noch so Schönes gibt. Säure und verbrauchtes Düngezeugs. Ach, die nehme ich alle nicht mit. Jetzt gucke ich erstmal, wo du bist. Hier hinter dir. Ah, da. Sollen wir ein bisschen anfangen hier looten? Einwegglas. Ja, dann ich denke, in der nächsten Folge werden wir das hier looten können. Wir Aha. sind schon wieder am Ende der Folge. Wo bist denn du schon wieder? Ich lauf oben rum, nicht im Wasser. Gut. Dann. Ich muss auf die Seite. Immer will ich dir zu nahe treten. Kein Problem. Wir bedanken uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.